Und herzlich willkommen auf meinem Kanal Backzauber. Ich begrüße euch. Heute habe ich das Rezept für einen Rührkuchen für euch dabei. Und zwar ist das ein saftiger Zitronenkuchen, aber etwas abgewandelt. Und da verstecken wir nämlich noch ein bisschen Mascarpone-Creme in diesem Kuchen. Also eine etwas andere Form. Ja, und ich finde, dieser Zitronenkuchen schmeckt an so heißen Sommertagen sowieso unheimlich gut, weil es so schön fruchtig ist. Ja, und den möchte ich euch heute zeigen. In meinem Playlist unter Rührkuchen findet ihr noch weitere Rührkuchenrezepte. Schaut da auch gerne mal nach. Rührkuchen gehen ja eigentlich immer, die sind so flott hergestellt und da kann man eigentlich auch nie genug Rezepte haben. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen und wie immer würde ich mich natürlich total freuen, wenn ihr mir ein Abo, ein Like oder einen Kommentar hinterlasst. Wir benötigen folgende Zutaten: 300 Gramm Mehl, ein Tütchen Backpulver, 200 Milliliter Schlagsahne, 150 Gramm Zucker und ein Tütchen Vanillezucker, 4 Eier, Saft und Abrieb von einer Bio-Zitrone. Dann brauchen wir 250 Gramm Mascarpone, nochmal eine Bio-Zitrone, Saft und Abrieb, 1 bis 2 Esslöffel Zucker, je nachdem wie süß ihr das haben möchtet, und ein Ei und dann später für den Guss nochmal Puderzucker und etwas Zitronensaft. Und backen werde ich den Kuchen in meiner schönen Emaillekastenform, 30 cm Länge, bei 175 Grad Ober- und Unterhitze auf der mittleren Schiene. Zuerst mache ich jetzt die Mascarpone-Masse fertig. Dazu habe ich mir Mascarpone schon in eine Rührschüssel gegeben. Zitrone habe ich mir den Saft ausgepresst und die Schale fein abgerieben. Ich habe mir von dem Saft ein bisschen abgenommen für den Guss später. Und jetzt gebe ich hier alle anderen Zutaten zu Mascarpone dazu, also das Ei, Zucker, Saft und Abrieb. Und mit dem Schneebesen schlage ich das Ganze dann zu einer homogenen Masse auf. Jetzt ist alles schön miteinander verrührt und ihr könnt nun probieren, ob euch das süß genug ist. Da könnt ihr nämlich ansonsten dann noch ein bisschen Zucker dazu tun. Aber ich stelle das jetzt erstmal in den Kühlschrank und dann fangen wir mit dem Rührteig an. Die Schlagsahne habe ich mir schon in meine Rührschüssel gegeben. Die schlage ich jetzt ein bisschen an, dann gebe ich Zucker und Vanillezucker dazu und auch die Eier. Und dann schlage ich die Masse erst einmal ordentlich auf. Sahne, Zucker, Vanillezucker und die Eier habe ich jetzt für 8 Minuten aufgeschlagen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da sind jetzt ganz, ganz viele Luftbläschen hier in der Masse drin. Und die sorgen nämlich dafür, dass der Kuchen nachher so richtig schön locker wird. Ich hatte mir ja auch schon Zitronensaft ausgepresst, die Schale fein abgerieben. Und jetzt gebe ich das Backpulver hier zu dem Mehl, rühre das einmal ein. Dann rühre ich meinen Zitronensaft und auch die Zitronenschale ein, gebe dann das Mehl dazu, rühre das auch noch kurz ein und dann habe ich hier meine Mascarpone-Masse mir schon aus dem Kühlschrank geholt, die rühre ich dann auch noch einmal durch und dann gebe ich ungefähr 2/3 von dem Teig in die Kastenform, da habe ich mir schon ein Backpapier eingelegt, damit sich der Kuchen später besser aus der Form löst, dann gebe ich dann die Mascarpone-Creme darüber. Dann zum Schluss dann halt nochmal den restlichen Teig und ja, dann ziehe ich damit an der Gabel nochmal durch, wie bei einem Marmorkuchen, damit sich halt die Mascarpone-Masse gut in dem Teig verteilt. Und den Backofen habe ich schon eingeschaltet, der heizt schon vor und dann kann der Kuchen auch schon auf die mittlere Schiene und muss nur noch backen. Und ab in den Backofen auf die mittlere Schiene. Mein Kuchen war jetzt für 50 Minuten im Backofen und dann habe ich ihn noch für 10 Minuten im ausgeschalteten Backofen stehen lassen. Und ich habe ihn zuletzt auch mit Alufolie abgedeckt, weil er anfing, an den Rändern etwas dunkel zu werden. Jetzt habe ich mir aus Zitronensaft und Puderzucker schon einen Guss angerührt
und den gebe ich jetzt über den Kuchen, verteile dann den Guss mit dem Pinsel und dann muss der Guss nur fest werden, der Kuchen muss vollständig auskühlen und dann kann ich den Kuchen anschneiden und euch präsentieren. Und da bin ich auch schon ganz gespannt, wie der von innen ausschaut. Dann sehen wir uns gleich zum Anschnitt wieder. Und hier ist der fertige Kuchen für euch. Ein schöner, lockerer Zitronenrührkuchen mit einem Zitronenguss noch oben drauf. Und dann haben wir noch diese Mascarpone-Schicht in dem Kuchen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Da haben wir hier noch diese schöne Mascarpone-Schicht. Also mal ein etwas anderer Zitronenrührkuchen. Er passt auf jeden Fall wunderbar jetzt zum Sommer, zu den heißen Tagen. Ein toller Kuchen. Probiert ihn auf jeden Fall einmal aus. Guten Appetit! Dann sind wir fertig für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Guten Appetit und tschüss, bis zum nächsten Mal.